Neues vom Känguru. Mit Marc-Uwe Kling. Ich finde Tackern super, sage ich. Ich finde, man sollte viel mehr tackern. Sagt das Känguru gedankenverloren. Plötzlich stehen eine dicke Frau und ein kleiner Junge in einem noch kleineren Anzug neben uns im Zimmer. Wir müssen unbedingt mal die Wohnungstür reparieren, sagt das Känguru. Nehmen Sie sich kurz 5 Minuten Zeit für Gott, sagt die Frau. Für wen? Frage ich abwesend. Für den Herrn, den Vater, den Schöpfer, den Allmächtigen. Ach so, nee, sage ich. Keine Zeit. Ich muss noch was, tackern. Die Frau stößt den Jungen an und dieser beginnt, seinen Text aufzusagen. Wir alle haben Fragen an Gott. Nee, ich nicht. Die Bibel hilft uns, die Antworten zu finden. Dann beantwortet mir mal Folgendes, sagt das Känguru, steht vom Schreibtisch auf und nimmt der Frau die Bibel aus der Hand. Warum ist das hier das meistgedruckte Buch der Welt? Ich meine, es ist doch einfach lausig geschrieben. Wenn ich allmächtig wäre, hätte ich mir einen Ghostwriter mit Talent gesucht. Jemand wie Dostojewski hätte die Passion Christi aufschreiben sollen. Oder Cervantes oder Sophokles. Stattdessen Lukas, Markus, Malte und Mel Gibson. Bitte wer? Ich meine, die Bibel hat doch alle Ingredienzien eines Dan Brown Bestsellers. Völkermord, Inzest, Vergewaltigung und irgendwas Abgefahrenes mit Religion. Warum zündet die Lektüre trotzdem nicht? Das habe ich mich auch schon oft gefragt, sagt der Junge. Weil man die Bibel gut mit einem 4-Stunden-Film vergleichen kann, der auf eine Länge von 40 Stunden aufgebläht wurde, einfach dadurch, dass anscheinend wahllos an allen möglichen und unmöglichen Stellen immer und immer wieder der komplette Abspann mit allen Beteiligten über den Schirm flimmert. Nur werden nicht nur die Beteiligten genannt, sondern auch all ihre Väter und Söhne und deren Söhne und deren Söhne und deren Söhne und wie alt die jeweils geworden sind. Man kann aber auch viel Spaß haben mit der Bibel, sag ich. Ah ja? Fragt das Känguru. Ah ja? Fragt der Junge. Na klar, sag ich. Zum Beispiel, wenn man in der Offenbarung des Johannes immer das Wort Tier durch das Wort Bier ersetzt. Ich nehme dem Känguru die Bibel weg und deklamiere. Und das Bier, das aus dem Abgrund aufsteigt, wird mit ihnen kämpfen und wird sie überwinden und wird sie töten. Und seine Zahl ist 1664. Und die ganze Erde wunderte sich über das Bier. Und sie beteten das Bier an und sprachen, wer ist dem Bier gleich? Wer kann mit ihm kämpfen? Und ein Engel sprach mit großer Stimme, wenn jemand das Bier anbetet, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken. Entsetzt zieht die Mutter ihren kichernden Sohn aus unserer Wohnung.